Ja, sehr geehrte Frau Dr. Kratzer, sehr geehrte Frau Dr. Merck, meine Damen und Herren, liebe Regina Keller, lieber Ignatius Farias, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin sowieso gerne in München, ich bin aber diesmal ganz besonders gerne gekommen, weil ich das Thema der Veranstaltung so ein ganz besonderes finde. Urbane Naturen, Kulturen entwerfen. Ah, da möchte ich echt so ein bisschen aufschreien. Endlich, ja? Endlich, das ist so ein Stückchen weit mit so einem Ausruf verbunden. Und wenn Sie sich das Thema einmal so auf der Zunge zergehen lassen, dann merken Sie, dass dieser Untertitel ja so eine ganze Menge wirklich große Themen an Bord hat, der Landschaftsarchitektur, aber eben auch der verwandten Disziplinen und die wirklich auch eine, wie ich finde, große Herausforderung für unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragestellungen berühren. Da geht es um unser Naturverständnis, da geht es um unser Stadtverständnis, um unser Entwurfsverständnis und vor allen Dingen auch um die Verknüpfungen untereinander. Und das sind schon ganz schön fordernde Auseinandersetzungen, die da durch diesen Titel letztendlich eingefordert werden. Urbane Naturen, Kulturen entwerfen. Der Kern dieses Titels, der ist ja durchaus auch wiederzufinden in Schriften von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, von Donna Haraway, die diesen Titel einmal aufgerufen hat oder diesen Begriff geprägt hat. Und euer Ansatz, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, setzt dieses Konzept jetzt noch sehr viel pragmatischer in Bezug zu unserer urbanen Lebenswelt. Und das finde ich wirklich einen sehr wichtigen und sehr diskussionswürdigen Beitrag, den ich hier gerne noch ein Stückchen, ja, vielleicht auch vom Blick her weiten möchte. Und ich habe es ein bisschen so verstanden, bei der Einladung darf ich Sie auch etwas irritieren darf mit meinen Fragen, die ich einbringe. Das Konzept der Nature Cultures, lassen Sie uns vielleicht gemeinsam ein Stückchen bei dem noch bleiben und da einsteigen. Donna Haraway, die appellierte schon sehr früh für eine Überwindung der von ihr als unproduktiv angesehenen Dichotomie von Kultur und Natur. Das hat sie sehr deutlich herausgestellt. Und mit ihrem Konzept der Nature Cultures will sie diese Trennung und auch die Hierarchisierung, die im Grunde in diesen beiden Begriffen steckt, Natur und Kultur, überwinden. Und damit liefert sie, finde ich, eine, und hat schon vor längerer Zeit, eine wirklich interessante neue Perspektive zur Interpretation unserer gesellschaftlichen Naturverhältnisse geleistet. Nature Cultures im Sinne von Haraway, das ist eine Synthese aus Kultur und Natur. Und die hebt die Untrennbarkeit dieser beiden Kategorien hervor. Und sie erkennt sie an in dem Sinne, also diese Untrennbarkeit, dass sie sagt, beide Kategorien sind immer biophysisch und gesellschaftlich zugleich geformt. Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär an, aber wenn man diesen Gedanken mal so ein bisschen setzen lässt oder mal etwas tiefer hineingeht, ich glaube, dann kann man daraus eine ganze Menge ziehen. Donna Haraway hat das formuliert 2003 schon in ihrem Manifest, das hieß The Companion Species Manifesto. Und die grundsätzlichen Überlegungen dieser Grenzüberschreitung, die wurzeln aber schon in viel früheren Arbeiten. Und sie hat bereits 1984 oder 85, da streiten sich die Geister immer, ihre erste Fassung veröffentlicht des sogenannten Cyborg-Manifestos. Also der Cyborg, dieser Begriff, der auch so ein Hybrid ist, war damit in der Welt und sie hat seitdem eigentlich ihr Interesse an Wissenschaftsmetaphern und Narrativen, aber eben genau auch an diesen Grundkategorien theoretisch immer weiter verfolgt. Jetzt sind Sie vielleicht genauso manifestmüde wie ich, das gebe ich gerne zu. Ja? Und gerade wenn Sie an der Uni sind, da ploppen wir immer gerne mal Manifeste auf, aber da muss ich Ihnen sagen, Donna Haraway genießt bei mir da einen großen Ausnahmestatus. Wir arbeiten auch viel tatsächlich mit ihren Texten und ich glaube,
Sie hat auch wirklich einen tiefgreifenden Einfluss gehabt auf viele Diskurse so von verwandten Disziplinen. Also insofern ist sie besonders hervorzuheben. Einzig Konkurrenz in meinen Augen macht hier vielleicht im Moment aktuell das terrestrische Manifest von Bruno Latour. Das begeistert und beschäftigt, glaube ich, auch viele Geister hier, viele Köpfe hier im Raum. Aber dazu sage ich heute gar nichts. Und ich glaube, Sie haben morgen aber eine ganze Session dazu. Okay, zurück zu Haraway. Da ist noch ein weiterer Punkt hervorzuheben. Haraways Nature-Culture-Konzept, das ist nicht nur so sehr griffig zugänglich für uns, insbesondere als Landschaftsarchitekten, da hat man sofort irgendwo Bilder dazu im Kopf. Man muss aber, glaube ich, auch wissen, dass Haraway Biologin ist von der Ausbildung und feministische Biologin, also sie hat sehr, sehr stark den feministischen Diskurs auch befruchtet und sie versteht sich auch als Wissenschaftstheoretikerin. Das heißt, sie zwingt uns in ihren Schriften auch immer wieder sehr grundsätzlich dazu, bestehende Kategorien, Denkmuster, Zuordnung und eben auch Grenzziehungen, auch Machtgrenzen, auch Entscheidungsgrenzen, die damit verbunden sind, zu hinterfragen. Und so, finde ich, rüttelt dieses Konzept der Nature Cultures eigentlich ja auch an einem sehr grundlegenden Punkt, nämlich eigentlich unserem wissenschaftlichen Einvernehmen darüber, dass wir diese deutliche Trennung in Naturwissenschaften auf der einen Seite und Geistes- und Gesellschaftswissenschaften auf der anderen Seite haben und daraus sehr tiefgreifende, auch unser jetziges Handeln, Schaffen, Denken prägende akademische, intellektuelle Traditionen entstanden sind. Ich muss das hervorheben, weil ich glaube, wir sollten den Gedanken zum späteren Zeitpunkt noch mal so ein Stück weiter durchlaufen. Sie fordert uns. Vielleicht konnten Sie mir bis jetzt irgendwie ganz gut folgen, aber sie provoziert auch manchmal. Also diese Nature Cultures, was verbirgt sich dahinter? Der Begriff ist erstmal zugänglich, aber wenn man so weiter sich mit ihm beschäftigt, dann begegnen einem auch eine ganze Reihe von Dingen, die einen vielleicht erstmal verdutzen. Es gab vor 3 Jahren eine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Die Ausstellung nannte sich Ape Cultures, Kulturen der Affen. Und sie hat sich auch unter anderem auf diese Ansätze von Haraway bezogen und sie versuchte zu zeigen, in künstlerischen Auseinandersetzungen und in vielen Dokumenten, wie das Verhältnis des Menschen zu anderen Primaten zu betrachten ist. Also den Mensch haben sie da auch erstmal sozusagen in die Summe der Primaten mit eingebunden in dieser Betrachtung. Affenkulturen. Ich denke, selbst wenn Sie mir, wie gesagt, bis hierhin ganz gut folgen konnten, dann geht einem dieser Begriff nicht unbedingt so ganz glatt runter. Der hat so etwas Widerspenstiges. Und genau darum geht es auch ein Stückchen weit bei Nature Cultures, nämlich eben ein Stückchen zu hinterfragen und uns dafür zu sensibilisieren, wie wir unsere Wahrnehmungen eigentlich geprägt haben nach bestimmten Kategorien. Wie wir unser Denken auch geprägt haben nach diesen Kategorien. Dazu möchte ich gerne jetzt eine kurze kleine Übung mit Ihnen machen, weil ich neulich einen wunderbaren Bericht von einem Kollegen, dessen Namen ich leider vergessen habe, im Radio gehört habe. Der hat erzählt, er macht seit langen Jahren eine Übung mit seinen Studenten. Er fragt sie nämlich zu Beginn des Semesters, es gibt 3 Spezies und 2 Kategorien. Und er fragt sie, wie würden sie sie einordnen? Die 3 Spezies sind der Goldfisch, ein Menschenaffe und der Mensch. Aber sie haben nur 2 Kategorien. Und ich möchte Sie jetzt gerne fragen, wer wäre dafür, dass der Goldfisch und Mensch in einer Kategorie sind und der Menschenaffe in einer anderen? Sie verblüffen mich jetzt nicht, ja, dass kein Finger hochgeht. Ich frage mal aber mal weiter, wer wäre denn dafür, dass der Goldfisch und der Menschenaffe in einer Kategorie sind und der Mensch in einer anderen? Komm, lassen Sie mich hier jetzt nicht stehen. Ein paar Stimmen immerhin. Oder könnte sich auch jemand von Ihnen dazu durchringen zu sagen, Mensch und Menschenaffe sind in einer Kategorie und Goldfisch ist in einer anderen?
Wow, okay, wir sind voll on the track. Das hat dieser Professor auch gesagt, es wäre ganz witzig, er machte das seit langen Jahren und das habe ich sehr bewundert und fand ich auch extrem klug, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass er das so früh angefangen hat, diese Frage zu stellen. Und er hat gesagt, es werden immer mehr, die sich vorstellen können, dass Menschen und Menschenaffen in einer Kategorie sind und der Goldfisch was anderes ist, wohingegen früher klar war, Goldfisch und Menschenaffen gehören zusammen und der Mensch ist etwas anderes. Und ich glaube, daran merkt man schon, wenn es um dieses Grenzenbearbeiten geht, wie ich ja meinen Beitrag ein Stückchen weit genannt hatte, dass diese Grenzen anfangen, sich ein Stückchen weit in Bewegung zu setzen und zu verschieben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang eigentlich noch mal ein bisschen mehr schärfen, welche Grenzen wir als raumgestaltende Disziplinen, wenn es da darum geht, Grenzen neu zu bearbeiten, welche Grenzen sind eigentlich für uns sehr da? Inwieweit betrifft diese Thematik uns eigentlich auch? Und ich möchte das an zwei Beispielen machen, nämlich der Konstruktion des Drinnen und Draußen und der Konstruktion des Oben und Unten. Und ich möchte beginnen mit dem Drinnen und Draußen und dem Konzept der europäischen Stadt. Weil wenn wir uns das klar machen, dann basiert eigentlich die europäische Stadt auf einer sehr klaren Unterscheidung von Kultur und Natur, von Stadt und Land und zielt ziemlich auf das Definitive. Und die Zivilisierung der Natur, die Beherrschung von natürlichen Prozessen durch technische Systeme ist insbesondere seit dem 19. Jahrhundert zu einer immer wichtigeren Komponente dieses Konzeptes auch geworden. Die Realität nagt zwar vielleicht beharrlich an diesem Konzept, aber es hat immer noch eine sehr, sehr große Verführungskraft. Das haben wir auch in unserer Ausstellung nochmal dargestellt. Ich möchte abheben ein Stückchen weit auf diesen Zusammenhang von Stadt und Kultur. Das ist etwas, was auch Walter Siebel in einem seiner jüngsten Veröffentlichungen, die Kultur der Stadt, nochmal angesprochen hat. Ich finde eigentlich, das Buch müsste heißen, die Kultur der europäischen Stadt. Aber lassen wir es einfach mal so stehen. Er stellt aber raus in diesem Text, dass die Stadt als Akt der Befreiung aus den Zwängen der Natur beginnt. Das haben wir alle bestimmt gelernt. Das ist sozusagen so eine Vorstellung, ein Narrativ, das wir teilen. Städtisches Leben wird erst möglich, wenn die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung mehr produziert, als sie zum Überleben benötigt. Und der ursprünglich aus der Landwirtschaft stammende und von Kultivieren abgeleitete Begriff der Kultur wird nun in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ich mache das hier ganz knapp, das können Sie wirklich fantastisch in diesem Buch nachlesen, auf alles ausgedehnt, was der Mensch an Leistungen im Prozess der Emanzipation von der Natur erschafft. Und Kultur, beziehungsweise Civilisation in Frankreich und England, umfasst nun die Gesamtheit des menschlichen Wirkens an sich, an anderen Menschen und an der umgebenden Natur. Und damit zieht Siebel die Schlussfolgerung, damit wäre Stadt selbst Inbegriff von Kultur. Und es gibt einen weiteren, finde ich, einen Gegenpol dazu, den müssen wir auch betrachten. Nämlich mit der Konstruktion von Stadt geht auch die Konstruktion des Landes, vom Land einher. Und da hat Susanne Hauser schon in den 1990er Jahren, wie ich finde, wunderbare Arbeiten zugemacht. Sie sagt, dass dieser Prozess der Stadtwerdung in diesem Sinne einhergeht mit einer Konstruktion eines Draußens, das all diese Komponenten aufnimmt, die im Drinnen keinen Platz haben. Mental nicht, also für das Drinnen, aber auch konkret räumlich nicht, physisch in unseren Stadtquartieren. Und sie schreibt, auch wieder dieser Zivilisierungsbegriff, die Zivilisierung der Stadt oder Kultivierung, wie es im Deutschen heißt, ist die Austreibung dessen aus der Stadt, was wir heute noch mit dem Land assoziieren. Und das ist außer der Landwirtschaft, den großen Nutzgärten, dem idyllischen und bukolischen, der Dreck, die Fäulnis, das Verwesende, das Stinkende, die erste Verarbeitung organischer Stoffe. Die systematische Reinigung der Stadt bedeutet die Etablierung einer neuen Stadtgrenze, das ist ein Zitat von ihr, nämlich der Grenze zwischen dem kultivierten Bereich der Industriegesellschaft und dem, was kontrolliert in ein außerhalb der Stadt verlegt wird.
Und dieser Prozess dieses Verlegens und der Nichtwahrnehmbarkeit wird baulich und technisch erzeugt und ist an besondere Orte, Topografien und Raumsysteme gebunden. Also man kann den sehr, sehr gut auch an Raumtypologien nachvollziehen. Und ergänzend zu diesem Topos des draußen, den Raum außerhalb der Stadt, den wir mit Land und Landschaft verbinden, stellt eine weitere Forscherin, Susanne Frank, in ihren Arbeiten eine zweite Grenzziehung heraus, nämlich die zwischen oben und unten und der Bedeutung des Untergrundes. Auf den hebt sie dabei ein bisschen ab. Und sie schildert Prozesse des Unsichtbarwerdens von Stoffwechseln, von urbanen Stoffwechseln, am Beispiel des Umgangs mit Wasser. Also wie die Kategorie des Abwassers zum Beispiel überhaupt erst entsteht. Auch das sind Grenzziehungen, die sich vollzogen haben im 19. Jahrhundert. Und sie schildert die Entwicklung der dazugehörigen technischen Systeme, die dieses Unsichtbarmachen überhaupt erst möglich gemacht haben und bestimmte Prozesse eben einfach in den Untergrund verlagert haben. Und dann hat sie eine sehr, wie ich finde, sehr, sehr reizvoll zu lesende Passage in ihren Arbeiten, wo sie sich auf Victor Hugo, Les Miserables bezieht. Und dort heißt es: Minen, Steinbrüche, Sappen, Katakomben und Abwässerkanäle, sie bilden eine große Höhle des Bösen. Und unter diesen Orten sticht die Kloake noch besonders hervor. Das wird dort sehr drastisch geschildert. Und sie, die Kloake, stellte für Hugo die dunkle, unergründliche, ungebändigte Unter- und Nachtseite der oberirdischen Zivilisation dar. Also auch da wieder dieses Spannungsfeld. Und es wird geschildert, dass Hugo sich sehr darüber aufregt, dass die Kloake sich immer wieder dem planerischen Zugriff der Gesellschaft entzieht, indem sie drohte, überzulaufen und sich dann anmaßte, dreisten Schlamm in die Stadt zu bringen und diese zu verunreinigen. Und es ist eben eine Undiszipliniertheit, die sich die Kanalisation heutiger Großstädte angesichts des Klimawandels durchaus auch wieder leistet, mit Blick auf die vermehrten Starkregen. Jetzt ist die spannende Frage, also der Untergrund durchbricht wieder diese Ordnung, die geschaffen worden ist, ja? Wie sie sich beispielhaft etabliert hat in den Großstädten und wie gehen wir heute damit um? Sind unsere Antworten noch die das 19. Jahrhundert dazu gefunden hat, oder ja, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind im Anthropozän und wir setzen uns mit der Anthropozän-These auseinander, also mit einer Idee, die sagt, das Erdsystem ist in starker Weise vom Menschen geprägt und der Mensch hat eigentlich mittlerweile Kräfte entwickelt, die geologischen Größen vergleichbar sind. Also wir können eigentlich diese deutliche Trennung zwischen Kultur und Natur auch gemessen und in Verbindung mit dem, wenn wir menschliches Handeln betrachten, eigentlich gar nicht mehr so vornehmen. Und gerade beim Klimawandel, Sie hatten ihn angesprochen, wird diese Verknüpfung eben in ganz besonderer Weise deutlich. Und Renn und Scherer, die das Anthropozän-Projekt in Berlin geleitet haben im Haus der Kulturen der Welt, die haben in ihrem Katalog dazu geschrieben, der Mensch, der sich lange Zeit als Teil eines Zivilisationsprozesses sah, in dem es darum ging, die Erde, die Natur als bloße Ressource zu nutzen, erfährt sich plötzlich selbst wieder als Teil größerer natürlicher Prozesse. Und die Loslösungsprozesse von der Natur waren offenbar nur Scheinbewegungen. Also das heißt, wir bewegen uns da weg, genau das, was wir in der Übung eben so ein Stückchen weit vielleicht gemacht haben, von dieser Zentriertheit auf den Menschen. Und wir schauen sehr viel stärker nach Verknüpfungen eben zwischen diesen beiden Bereichen und damit auch zwischen Verknüpfungen zwischen den Humans und den Non-Humans. Und es wird immer wieder hervorgehoben, auch insbesondere von Jürgen Renn, dass das jetzt nicht nur etwas ist, was wir einfach so konstatieren sollten, sondern was uns auch darauf verweist, dass unser bestehendes Wissen, was sehr sorgfältig nach diesen Kategorien getrennt ist, vielleicht nicht mehr taugt, um diese Lösungen für die Zukunft tatsächlich auch zu entwickeln. Also das heißt, statt Grenzen treten vielleicht
Austauschprozesse, Flüsse und Verknüpfungen sehr viel mehr in den Mittelpunkt unserer Betrachtung. Und es gibt Verschiebungen und wir suchen vielleicht auch insgesamt nach neuen Formen, wie wir diese Verknüpfungen auch vermitteln können, also ein Stückchen weit nach neuen Narrativen. Wir sehen, wir prägen und entwickeln auch neue Bilder, wo wir das zusammen in ganz anderer Weise vielleicht schauen. Diese Reaktionen, die sich so schon abzeichnen, die sind natürlich erstmal Antworten schon durch diese großen Herausforderungen, die bestehen. Ich finde, da deuten sich aber auch schon neue Handlungsmechanismen und neue Umgehensweisen ein Stückchen weit mit an. Die Kulturwissenschaftlerin Dürbeck hat zum Beispiel gesagt, und das finde ich, da steht auch euer Projekt so für, dass es tatsächlich in dieser Anthropozän-Konzeption oder dass dieser Diskurs dazu geführt hat, dass wir eine sehr viel intensivere Zusammenarbeit von Natur, Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften haben. Also es war wirklich ein Push für Interdisziplinarität. Und Ursula Heise sieht die Anthropozän-Idee als Chance, den Menschen posthumanistisch neu zu denken und ihn als Teil von Netzwerken zu konzipieren, die auch Tiere, Pflanzen, Substanzen und Gegenstände einschließen. Also da geht es darum, dieses aus den Kategorien hinauszuspringen und eher zu schauen, wie sich bestimmte Dinge untereinander verknüpfen. Und das ist, finde ich, sehr interessant zu beobachten, dass das Denken, diese Art von Richtung in sehr, sehr vielen Disziplinen und in vielen Ansätzen gleichzeitig einschlägt. Jetzt speziell bei uns in der Landschaftsarchitektur ist es ja zum Beispiel auch Timothy Morton, der immer sagt, denkt über euer Landschaftskonzept nach. Es basiert auf dieser ersten Person, die die Landschaft betrachtet, also dieser Trennung von ersten und dritten Person. Und er sagt, wir sollten eigentlich eine Perspektive auf Augenhöhe, die Zero-Landschaft entwickeln. Also diese Trennung ein Stückchen weit verlassen. Oder Leinfelder zum Beispiel, der sich selber als Anthropozäniker bezeichnet. Ich weiß nicht wirklich, was das ist, aber ich hatte auch noch nie Gelegenheit, ihn dazu zu fragen, was Anthropozäniker sind. Er sagt, wir sollten den Begriff der Umwelt durch den Begriff der Unswelt ein Stückchen weit ablösen. Also das sind Zeichen für mich, dass wir wirklich auf der Suche sind, dieses veränderte Verhältnis auch auszudrücken, in Bilder zu fassen, aber eben vielleicht auch in Narrative zu fassen. Und ja, was uns vielleicht dann auch ermöglicht, in ganz anderer Art und Weise kommunikationsfähig zu sein. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, es ist ein Objekt aus einer Ausstellung Superfood 5.0, gerade im Kunstgewerbemuseum in Berlin gewesen, wo die neuen Medien eben nicht nur den Menschen zugute gekommen sind, sondern auch den nichtmenschlichen Spezies in einem angenehmeren Erleben ihres Freilandhaltungsdaseins. Spannendes Projekt. Ich finde es aber auch so ein Bild, was einen so ein bisschen in Nachdenklichkeit stürzt. Worauf soll das Ganze denn eigentlich hinauslaufen? Wir versuchen aber auch diesen Perspektivwechsel durchaus in der Lehre, auch in unserer eigenen Forschung, und ihr versucht ihn ja auch in dem Projekt, ganz, ganz stark einzunehmen und konkreter zu machen. Und ich habe Ihnen zwei Projekte, die ich nur ganz kurz erwähnen möchte, mitgebracht. Das sind beide Abschlussarbeiten und beides Abschlussarbeiten, die auch Preise gewonnen haben, was ich auch ein Stückchen weit als Wegweiser vielleicht gesehen habe, dass es in die richtige Richtung geht, nach diesen anderen Erzählungen ein Stückchen weit zu suchen. Eine Arbeit, die sich mit Energiewirten beschäftigt, also dieser Frage, kann Energiewende auch was sein, was mit meinem alltäglichen Leben zu tun hat? Also wo etwas passiert, was mein unmittelbares Lebensumfeld verändert und wo auch meine Rollen oder die Rollen der Menschen, die in diesen Orten leben oder in die zwischen Städten und dem ländlichen Raum vielleicht auch hin und her pendeln, auch ganz unterschiedliche Rollenmuster sein können, die alle aber ihren Beitrag zu dieser Energiewende leisten und dadurch, dass sie selber involviert sind, diese Energiewende vielleicht auch sehr viel akzeptabler machen. Es ist ausgezeichnet worden, es hat mich besonders gefreut, von der Bayerischen Akademie für den ländlichen Raum diese Arbeit.
obwohl sie sich mit Thüringen beschäftigt hat. Und das zweite Beispiel, wo ich glaube, wo das auch nochmal sehr deutlich dieses andere Denken zum Ausdruck kommt, ist eine Arbeit, die eigentlich gestartet ist, eine Abschlussarbeit, ein Konzept zu machen für die Rekultivierung eines Kiesstandortes. Und die Frage war, läuft da auch wieder dieser Prozess des Unsichtbarwerdens? Also rekultivieren wir und tun wir so, als ob nie was gewesen wäre. Mit dem Kies nicht, mit dem Abbaggern nicht, mit dem Verteilen nicht. Und sie ist so im Sinne des Anthropozäns und der tiefen Zeit und des tiefen Grundes, das sind ja so Begriffe, die immer mit dem Anthropozän auch auftauchen, ist sie dem auf die Spur gegangen, wo kam der Kies denn überhaupt her? Der ist nämlich gar nicht da entstanden, wo er jetzt abgebaggert wird. Der hat sein Ursprungsgestein ganz woanders. Und sie hat dann Thesen aufgestellt, dass er auch jetzt eigentlich nur zwischengelagert wird in den Städten, weil das ist ein Konzept für Gotha und in Gotha wird viel abgerissen. Und wir wissen, dass das Fraunhofer-Institut daran forscht, dass Kies, Sande, letztendlich wieder die Eigenschaften, die Materialeigenschaften nach Recyclingprozessen annehmen können, also nicht nur geschreddert werden, sondern wieder richtig zu Kies und Sand werden, wie sie ursprünglich mal waren. Und das hat Elisabeth Steger in dieser Arbeit dazu veranlasst, zu sagen, das sind alles nur Zwischenstationen, wo der Kies ist und lasst ihn doch, nachdem er wieder gewonnen worden ist in seinen Eigenschaften, wieder an den Ort bringen, wo wir ihn mal weggeholt haben, bis wir ihn vielleicht wieder neu einsetzen können. Und sie hat es gerechnet und nachgewiesen und sich in sehr, sehr vielen Punkten mit diesem größeren Zeitzyklen, mit Kreislauf-Gesichtspunkten und auch mit dieser tiefen Zeit beschäftigt. Weil natürlich ist der Kies erstmal durchaus und soll er ja auch sein, lange in unseren Städten, den Sedimenten des Anthropozäns sozusagen zwischengelagert. Was also kann man daraus schlussfolgern? Also was sollten wir einfordern aus diesen Gedanken? Was können wir daran vielleicht für die Zukunft festmachen? Ich möchte es an drei Komponenten ganz kurz noch resümieren, bevor ich dann zum Ende komme. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir uns noch mal klar machen, Wissen. Welches Wissen haben wir an Bord und ist das Wissen, was wir an Bord haben, geeignet, tatsächlich die Lösungen zu entwickeln, die wir gegenwärtig als Beeinträchtigungen des Planeten ein Stückchen weit wahrnehmen. Und Donna Haraway, um nochmal auf sie zurückzukommen, hat immer auch deutlich gemacht, dass im Grunde die Kategorien, die Formen der Wissensproduktion, unsere Wissenschaften, diese Kategorien überhaupt erst hervorgebracht haben und diese nicht a priori entstanden haben. Also wir haben sie durch unser Denken erzeugt und müssen sie jetzt so ein Stückchen weit durch unser Denken auch wieder auflösen. Also das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass automatisch das Wissen da ist, was wir haben, um die Lösungen zu generieren. Renn spricht in diesem Zusammenhang auch von limited knowledge, also viel zu begrenzten Wissen. Und ich glaube, es geht auch bei dieser veränderten Wissensproduktion darum, dass wir tatsächlich diesen Perspektivwechsel ganz deutlich einüben und wir als Gestalter dann natürlich auch versuchen, sie in Gestaltung, diesen Perspektivwechsel in Gestaltung zu übersetzen. Ich glaube auch, dass das letztendlich dazu führt, dass wir nicht nur anderes Wissen brauchen, sondern auch andere Methoden brauchen. Also die Art und Weise, wie wir Räume erkunden, auch da ist mein Eindruck, dass da in eurem Projekt sehr, sehr viel ausprobiert worden ist. Das heißt, wie nähern wir uns Räumen an, wie dechiffrieren wir sie, wie legen wir diese verschiedenen Komponenten, diese verschiedenen Akteure mit ihren Anliegen an einem Ort frei. Auch da spricht Donna Haraway ja, dass wir wirklich auch immer sehr kontextbezogenes Wissen brauchen haben und dieses situierte Wissen erzeugen müssen. Und dann ist die spannende Herausforderung, weil es ja um die Nature Cultures geht, wie laufen eigentlich die Verknüpfungen ab? Und ich glaube, da ist in meinen Augen fast noch die größte blinde Stelle in unserem gesamten Wissen, dass wir nicht wirklich wissen, wie sich diese Teilsysteme, wie sich Nature Cultures an bestimmten Orten tatsächlich zeigen, organisieren, wie sie sich verändern, weil wir in vielen theoretischen Annäherungen uns auch mehr Gedanken darüber machen, dass das ja nicht fixe Grenzen sind, nicht ständige
Zustände sind, die auf Plätzen herrschen. Manchmal ist er zu heiß, manchmal läuft er mit Wasser über, manchmal muss er für den Weihnachtsmarkt herhalten. Das heißt, er muss ganz unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Und was bedeutet das? Wie kriegen wir diese ganzen unterschiedlichen Anforderungen erfasst und aber auch in Konzepte umgegossen? Und eine Frage, die uns sehr beschäftigt, auch in größeren Zusammenhängen, ist eben, inwieweit diese Theorie der Assemblage, die sich mit Verknüpfungen beschäftigt, auch uns als raumgestaltenden Disziplinen da tatsächlich weiterhelfen kann. Also dieses zu verstehen, dass Dinge zusammenkommen, funktionieren, wieder auseinandergehen und das als Gegenstand von Planung und Entwerfen zu begreifen. Also das heißt, wir müssen uns mit diesen Prozessen auseinandersetzen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir diese blinden Flecken verlieren. Und wir als Gestalter und Entwerfer müssen auch daran arbeiten, unsere Erkenntnisprozesse mit ästhetischer Produktion, so habe ich das genannt, das ist vielleicht so ein bisschen sperriger Begriff, aber im Grunde war es genau das, was Sie, Frau Dr. Merk, angesprochen hatten. Also wie kriegen wir das dann in Raum und Gestaltung übersetzt, dass wir uns damit beschäftigen. Ich glaube, dass das Aspekte sind, die sich dahinter verbergen, wenn wir sagen, Landschaftsarchitektur im Anthropozän, raumgestaltende Disziplinen im Anthropozän. Wir müssen diese Grenzen neu bearbeiten. Und ich möchte ganz zum Schluss noch einmal auf Donna Haraway zurückkommen, weil Donna Haraway, wer nicht Donna Haraway, das muss man einfach sagen, wenn sie nicht Anbetracht des Anthropozän-Begriffs auch schon wieder nervös werden würde. Ja? Für sie war das viel diskutierte Anthropozän gestern. Denn sie findet, dass der Begriff des Anthropozäns, der in kritischer Absicht das Zeitalter beschreibt, in dem der Einfluss des Menschen sich handfest in der Erdgeschichte niedergeschlagen hat, nicht weit genug geht. Und sie sagt, wir müssen denken, also auch überlegen, wie es nach dem Anthropozän weitergehen kann und wie ein Leben auf der beschädigten Erde möglich sein wird. Und in ihrem neuesten Buch fordert Donna Haraway uns auf, unruhig zu bleiben. Und da bin ich zum ersten Mal uneins mit ihr, das muss ich Ihnen sagen. Und es liegt vielleicht gar nicht an ihr, sondern auch an der Übersetzung. Aber ich finde, es geht auch nicht darum, unruhig zu bleiben, sondern es geht vor allen Dingen darum, unruhig zu werden. Also die Fragen wirklich zuzuspitzen, sie in die Gesellschaft zu tragen, nach neuen Narrativen für Nature Cultures tatsächlich auch zu suchen. Und ich möchte Sie einfach ermuntern, unruhig zu werden. Und ich möchte Sie auch ermuntern, die Tagung dafür zu nutzen, weil ich glaube, dass sie eine immense Menge an Stoff bereithält für unruhig werden oder wer es schon ist, zum unruhig bleiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören.